wird er 77, seine Familiensaga, der Mann mit dem Fagott, beginnt heute Abend im ORF. Auch im Leopold-Museum wird der Udo Jürgens-Film in einem eigenen Kinoraum geschaut und gleich nachher geht die Familiengeschichte mit ihm im Museum weiter. Mit Udos Bruder, der ja bekanntlich Maler ist und auch für den Film gemalt hat, nämlich Bilder, die sind jetzt im Leopold-Museum zu sehen. Rivalität zwischen ihm und dem großen Bruder gibt es offenbar nicht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt auch auf der Bühne stehen würde als Musiker, dann könnte das unter Umständen aufkommen, aber ich kann es mir zwischen uns nicht vorstellen. Wir haben eben ein ganz besonderes Verhältnis auch zueinander. Welches sehen wir vielleicht heute Abend im ersten Teil der Saga um 20.15 Uhr in ORF 2? Das Verhältnis zum Wienwetter ist derzeit ganz gut, bleibt hoffentlich auch. Wir sehen es gleich. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.